Erste Schritte in die Welt der Forschung. Früh übt sich. Die Kindergartenkinder bekommen von Azubis erklärt, wie eine Apfelsaftmusmaschine funktioniert. Bück Chemie beteiligt sich so an der bundesweiten Aktion Haus der kleinen Forscher. Denn es ist die Überzeugung des Unternehmens, wenn es gelingt, bereits bei Kindern den Forscherdrang zu wecken, dann werden sie zu naturwissenschaftlich interessierten Schülern und sind später interessiert an solchen Schülerpraktika. Für Realschüler und Gymnasiasten gibt es hier eine große Vielfalt an Angeboten, um Einblick in die Berufswelt zu bekommen. Zum Beispiel bei Führungen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort ist langfristig angelegt und intensiv. Der persönliche Kontakt zählt. Bei einem Euregio-Projekt, einer Kooperation zwischen einer deutschen und einer niederländischen Schule, entwickelten Schüler dieses Gerät in Eigenarbeit. Es macht Oberflächentextur messbar. Das alles macht Schlagzeilen. Das Presseecho ist groß. Für Bück Chemie ist klar, wir bekommen durch unser vielfältiges Engagement später die Mitarbeiter, die wir brauchen. Und mit dem Interesse wecken kann eben nicht früh genug angefangen werden.